Es sind Stunden der Anarchie im Hamburger Schanzenviertel. Chaos in einem ganzen Stadtteil. Und wo ist die Polizei? Plünderungen. Gewalt. Erst der Einsatz von Schwerbewaffneten macht dem Spuk ein Ende. Hamburg, Schulterblatt Nummer 1. Hier haben sich die schwersten G20-Krawalle ereignet. An diesem eingerüsteten Mietshaus verläuft während des Gipfels die Grenze zwischen Rechtsstaat und Gesetzlosigkeit. Gleich gegenüber wohnt Eberhard Steinbach. Die Szenen dieser Nacht wird er nie vergessen. Ich wohne hier in dieser Wohnung seit 42 Jahren und habe natürlich etliches an Randale, an Demonstrationen etc. erlebt. Aber sowas, so massiv, habe ich es noch nie erlebt. 1 Kilometer Luftlinie von Steinbachs Wohnung entfernt, das Messezentrum. Hier treffen sich die Staats- und Regierungschefs der Welt. Es gibt viele Warnungen und beunruhigende Lageberichte. Der Gipfel könne zu einer Bühne für linksextreme Gewalttäter werden. Und dennoch, keine 3 Wochen vor dem Gipfel, entspannte Gesichter bei den Verantwortlichen. Polizeipräsident und Einsatzleiter geben sich selbstsicher, wir haben den Gipfel im Griff. Auch der erste Bürgermeister versichert vor dem G20-Treffen vollmundig, seien Sie unbesorgt, wir können die Sicherheit garantieren. Kann er dieses Versprechen wirklich halten? Donald Trump betritt zum ersten Mal deutschen Boden. Es ist ein politisches Großereignis. Putin, Erdogan, alles hochgefährdete Staatsgäste. Während sie sich unter Polizeischutz durch Hamburg bewegen, kommt am gleichen Morgen ein Sonderzug aus Basel an. G20-Gegner aus ganz Europa, darunter auch gewaltbereite Autonome. Viele wollen in Zelten übernachten. Nach Recherchen von NDR und Süddeutscher Zeitung notiert ein Polizeibeamter bei ihrer Ankunft: 630 Personen, linkes Klientel. Sie skandieren: Macht ihr uns die Zelte platt, nehmen wir uns die ganze Stadt. Das Kräftemessen in der Stadt beginnt. Schon am Nachmittag des Ankunftstages. Welcome to Hell. Unter diesem Motto ziehen knapp 10.000 Autonome über den Hamburger Fischmarkt. Auf der Flutschutzmauer in der Hafenstraße Touristen, schaulustige Sympathisanten. Polizisten stehen hier oben nicht. Sie sollen unten auf der Straße für Ordnung sorgen. Die Polizeiführung hat eine harte Linie ausgegeben. Wenn sich die Teilnehmer vermummen, wird der Zug nach wenigen Metern gestoppt. Die harte Hamburger Linie. Kein Rechtsbruch wird geduldet. Der Ort der Demonstration erscheint der Einsatzleitung der Polizei günstig. Die Autonomen scheinen in der Falle. Links eine Mauer, rechts Häuser. Die letzte Warnung vor dem Zugriff der Polizei. Doch der Einsatz misslingt. Viele der Vermummten aus dem schwarzen Block erklimmen die angrenzende Mauer. Manche entkommen, einige aber nutzen den erhöhten Standpunkt aus. Von hier oben prasseln Steine und Flaschen auf die Beamten. Polizeivideos zeigen, wie sie zurückweichen müssen. Die Polizei schlägt verletzte Leute auf dem Lautsprecherwagen. Die Polizei reißt unseren Lautsprecherwagen hier auseinander, zerstört den Wagen und erhöht die Stimmung. Es gibt kaum Festnahmen, aber mehrere Polizisten werden verletzt. Auch Demonstranten. Die Autonomen verschwinden in den angrenzenden Stadtteilen. Der Einsatz, der als Demonstration der Stärke der Polizei gedacht war, endet im Fiasko. Ich hätte jetzt so die Erwartung gehabt, dass man die dort auch fixiert an der Mauer und dann mit denen irgendwie, sag ich mal, zurechtkommt. So, die Frage wäre natürlich gewesen, ja, was wäre dann gewesen? Da kann man natürlich sagen, auch dort hätte man eine Auseinandersetzung erwarten können. Die Flucht wäre aber nicht so einfach gelungen. Für die Autonomen gibt es hier viele Wege zu entkommen. Gleich nebenan liegen die ehemals besetzten Häuser an der Hamburger Hafenstraße. Auch hier
zieht die Polizei schnell den Kürzeren. Szenen, wie man sie hier lange nicht gesehen hat. Die Polizei notiert: Im Bereich des alten Elbtunnels werden Polizeisanitäter und der Pressesprecher der Polizei Hamburg durch Störer angegriffen. Der Gipfel hat noch nicht einmal begonnen. Viele Polizisten werden in den kommenden Tagen Doppelschichten leisten müssen. Nach meinem Kenntnisstand sind viele Kollegen verletzt worden. Bei mir in der Hundertschaft bis jetzt 10. Die sind alle soweit ärztlich versorgt worden, teilweise im Bundeswehrkrankenhaus. Ich denke, wir werden uns viel Zeit nehmen müssen, auch nach diesem Einsatz, um das Ganze dann so nachzubereiten. Der nächste Morgen. Ein Zeltcamp der Gipfelgegner. Die Polizei war gegen den Aufbau solcher Sammelpunkte. Jetzt gibt es sie doch. Von hier aus ziehen hunderte Autonome in die Innenstadt. Ihr politisches Ziel: gegen den Gipfel demonstrieren. Aber die Strategie vieler aus dem schwarzen Block ist eine andere. So viel Zerstörung wie möglich, wo immer möglich. Freitagmorgen 7 Uhr. Diese Gruppe Schwarzvermummter schlägt im Westen der Stadt zu. Die Polizei hat sie in diesem Moment aus dem Blick verloren. Hä? Die kommen da durch jetzt, ne? Auf der Straße ein Bus. Innen Menschen auf dem Weg zur Arbeit. Draußen vermeintliche Kapitalismusgegner, die Autos anzünden. Die Polizei notiert: Gegen 8.10 Uhr wurde das Bundespolizeirevier im Bahnhof Altona von 50 Personen angegriffen. Wenig später meldet eine Funkstreife, dass sich Täter im Elbpark befänden und sich weiße T-Shirts überzögen. Aus den eben noch schwarz Vermummten werden plötzlich ganz unauffällige Passanten. Für die Polizei eine völlig unübersichtliche Lage. Man hat dann einzeln noch wieder gesehen, aber man weiß jetzt nicht, wo ist jetzt wer hingeflüchtet. Man geht dann in den Untergrund, also in die U-Bahn oder sonst wie, oder S-Bahn, und bewegt sich durch Gebüsche. Und das waren dann eben die Sachbeschädigungen, die den Eindruck erweckten, wo ist die Polizei eigentlich? Fast 20.000 Polizisten sind in der Stadt. Aber diese Randalierer kriegen sie nicht in den Griff. Hamburg ruft um Hilfe. 8.12 Uhr. Fernschreiben an Bund und die Länder mit der Bitte um weitere Unterstützung durch Einsatzkräfte. Derweil läuft in den Messehallen alles nach Plan. Das Familienfoto der Staats- und Regierungschefs kann keiner stören. Hier schafft die Polizei mit einem Großaufgebot Sicherheit. Und auch bei der Anfahrt zum Tagungsort kaum Auffälligkeiten. Unbekannte Täter zerstachen den rechten vorderen Reifen eines geparkten PKW der kanadischen Delegation. Außerhalb der Hochsicherheitszone wird die Lage dagegen immer unübersichtlicher. Demonstranten versuchen durchzubrechen, wollen Politikerkonvois mit Sitzblockaden aufhalten. Die Polizei versucht verzweifelt, die Lage irgendwie in den Griff zu bekommen. Immer wieder kommt es zu harten Auseinandersetzungen, Gewalt auf beiden Seiten. Gegen Mittag versuchen Schwarzvermummte auch zur Elbphilharmonie zu gelangen. Dort wollen die Staatschefs ein Konzert besuchen. Das muss die Polizei um jeden Preis möglich machen. Kurzfristig ändern sie den Anfahrtsplan der Staatsgäste. 12.27 Uhr. Der Polizeiführer nahm mit dem BKA Verbindung auf und schlug vor, dass die hochrangigen Delegationsteilnehmer von der Messe direkt zur Elbphilharmonie fahren und nicht zuvor zu den Hotels. Die direkte Strecke wurde ab 15 Uhr mit starken Kräften gesichert. Das Polizeikonzept geht auf. Die Staatschefs erreichen die Elbphilharmonie. Ihre Sicherung hat oberste Priorität. Ein Großteil der Einsatzkräfte hat die Wagenkolonnen quer durch die Stadt geschützt. Also da jetzt zu sagen, das hat gar keine Auswirkung gehabt, wäre nur wirklich Unsinn. Natürlich muss man, wenn man solche Gäste hat, mit solchen Gefährdungspotenzialen, wie wir es bei dem G20 haben, muss man dann auch ein gehöriges Kräfteaufgebot an der Strecke zwischen Messe und Elfi stationieren. In der Elbphilharmonie hören die Staatsgäste gut beschützt Beethoven. An anderer Stelle fehlt jetzt die Polizei.
neben der roten Flora, das Schulterblatt, das Zentrum des linken Schanzenviertels. Das Haus Nummer 1, eingerüstet. Gegenüber beobachtet Herr Steinbach mit der Videokamera, wie sich die Lage langsam zuspitzt. Der Platz füllt sich mit Autonomen und solchen, die erst zu Autonomen werden. Also was wir auch beobachtet haben, da drüben in dem Hauseingang sind normal gekleidete Touristen in bunter Kleidung gekommen, haben schwarze Schirme aufgespannt, die haben sie hinter sich gehalten, sodass man sie im Hauseingang nicht mehr sehen konnte. Und nach 2 Minuten kamen sie total schwarz vermummt wieder raus. Das heißt, wir haben in Windeseile haben sie ihre Verkleidung geändert und dann, klar, haben sie sich in die randalierende Menge gestürzt. Es beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel. Im Zentrum des Schulterblatts wird schließlich ein erstes Feuer gezündet. Die Polizei hat Kundschafter ausgesandt. Den Beginn des kommenden Desasters melden sie um 19.03 Uhr. Schulterblatt, Aufklärungskräfte melden. 100 Vermummte gegenüber Flora mit Eisenstangen, Kategorie Rot. Es bleibt bei der Beobachtung. Die Kundschafter ziehen sich zurück, aus taktischen Gründen. In den nächsten beiden Stunden wird das Schulterblatt zum rechtsfreien Raum. Es fliegen Steine und Flaschen. Die Polizisten rund um das Schulterblatt werden massiv bedroht. 21.31 Uhr. Bei Vorrücken muss mit schwersten Verletzungen gerechnet werden. Der Polizei scheint ein Vorrücken zu gefährlich. 21.36 Uhr. Zwillenbeschuss aus eingerüstetem Haus. Die Polizei hatte, anders als in früheren Jahren, darauf verzichtet, das Schanzenviertel früh zu sichern. Jetzt ist die Schanze in der Hand der Autonomen, umringt von Schaulustigen und Partygängern. Für viele Anwohner eine schwer erträgliche Mischung. Ich hatte zum einen eine ziemliche Wut im Bauch. Ich habe überlegt, schmeiße ich jetzt da selber was runter auf diese Randalierer oder kippe ich Wasser runter? Bloß dann hätte ich natürlich Angst gehabt, dass sofort die Gegenreaktion kommt. Und ich meine, die können relativ weit schmeißen. Das haben wir auch gesehen. Und hier einen Molotow-Cocktail reinzuschmeißen, das wäre natürlich fatal. Also haben wir natürlich nichts gemacht. Es ist einfach zu gefährlich. Gegenüber, am Haus Schulterblatt Nummer 1, wird die Verkleidung des Gerüsts abgerissen. Autonome klettern auf das Dach des Hauses. Und wer oben steht, ist klar im Vorteil. Die Polizei notiert: 21.20 Uhr. 36 Personen sollen sich auf Dächern befinden. Die Polizei fürchtet, von den Dächern könnten Gehwegplatten und Molotow-Cocktails geworfen werden. 23.04 Uhr. Angst und Panik bei den Anwohnern. Der Krawall-Erlebnispark zieht auch junge Hamburger an. Sie haben die Nachrichten im Fernsehen gesehen und wollen jetzt dabei sein. Als ich den ersten komplett Vermummten gesehen habe, da habe ich direkt einen Adrenalinkick bekommen. Klar. Und als wir dann weiter reingegangen sind in das Geschehen, ist es halt noch heftiger geworden. Da war man halt drin. Was heißt das genau? Also was hat das bewirkt, dieser Adrenalinkick? Also bei mir hat es teilweise so gewirkt, dass ich auch Bock hatte, da irgendwie mitzumischen. Wir sind dann ja auch in den Rewe reingegangen, wo die da alles geplündert haben. Man hätte das ja auch sein lassen können, aber ich hatte halt Bock, da reinzugehen und mir ein eigenes Bild davon zu machen, wie es da drin aussieht. Bei der Plünderung des Rewe-Supermarktes klauen sie Alkohol und Süßigkeiten. Die Polizei ist machtlos. An beiden Zugängen zum Schulterblatt haben sich Autonome und andere Gewalttäter verschanzt. Sie arbeiten mit allen Mitteln. Was? Okay. Die Polizei meldet. 23.06 Uhr. Schanze ist zur Festung ausgebaut. Zu diesem Zeitpunkt ist der erste Angriff der Polizei bereits gescheitert.
Ein Polizeihubschrauber hoch über dem Schulterblatt hält den Moment mit seiner Wärmebildkamera fest. Die Aufnahmen zeigen, wie Personen auf dem Dach des eingerüsteten Hauses Steine auf die vorrückenden Beamten werfen. Einer der Gewalttäter zündet einen Gegenstand und wirft ihn auf einen der Wasserwerfer. Die Polizei sagt, es habe sich um einen Brandsatz gehandelt. Womöglich ist es aber auch nur ein Böller. Auch diese Bilder hat Eberhard Steinbach von seinem Wohnzimmer aus gedreht. Den ganzen Abend über beobachten er und seine Frau die dramatischen Szenen vor seinem Haus. Erst kurz vor Mitternacht bekommen die Beamten die Situation unter Kontrolle. Eine österreichische Spezialeinheit mit Maschinenpistolen rückt vor und arbeitet sich Stock für Stock nach oben. Die Wärmebildkamera des Polizeihubschraubers zeigt, wie sich auch in diesem Moment Personen auf dem Dach umziehen. Die österreichische Spezialeinheit Cobra sichert schließlich das Dach und nimmt 13 Personen fest. Die unmittelbare Gefahr ist gebannt, doch die Verdächtigen werden wenige Tage später wieder freigelassen. Noch scheint es an gerichtsverwertbaren Beweisen zu fehlen. Erst jetzt kann die Polizei das Schulterblatt sichern. Wer nicht sofort gehorcht, muss mit Schlagstock oder Stößen rechnen. Auch darüber diskutieren Betroffene bis heute. Auch die Hamburger Hundertschaft von Kai Strassberg ist an diesem Abend am Schulterblatt dabei. Die Zerstörungen übersteigen jedes bekannte Ausmaß. Aber es sind nur Sachschäden. Dass es nicht zu Schwerverletzten oder gar Toten kam, grenzt bei 6 Stunden erbittertem Straßenkampf fast an ein Wunder. Ja, das sind surreale Bilder. Also das ist kennt man so nicht aus Hamburg, das kennt man nicht aus Deutschland, das kennt man eigentlich aus Kriegsgebieten. So komplette Zerstörung, offensichtlich auch in blinder Wut, ohne jeden Sinn und Verstand, das ist schwer zu verstehen, schwer zu begreifen. Die Sachschäden kann man reparieren. Doch das Vertrauen der Bürger in die eigene Sicherheit hat erneut Schaden genommen. In Hamburg und anderswo. Der Schock, der Schreck, aber auch die Situation, zu einem bestimmten Zeitpunkt Polizei gesucht, gerufen zu haben, aber sie war nicht da. So ist es dem Betrachter gegangen, der Polizei selber, der die Szenen gesehen hat. Und ja, so geht es auch dem Menschen, der eben die Hilfe dann braucht. Und das ist das ist betrüblich und das ist sicherlich etwas, was als Schatten auf dem Einsatz lastet, sodass man eigentlich sagen kann, es gibt beides. Es gibt eben Gelungenes und es gibt eben diese Dinge, die weniger gelungen sind. Die Tage des G20-Gipfels werden Hamburg noch lange beschäftigen. Die Debatte um die Ursachen für das Scheitern des Polizeikonzepts hat gerade erst begonnen.